Sommer, moin zusammen. Heute mal grüße ich euch aus der Werkstatt. Wir sind gerade bei Staudenhalter zu bauen. Wir haben dafür hier dieses 5 mm Rundstahl. Das haben wir normalerweise zu einem U-Profil bzw. zu einer U-Form gebogen, weil wir damit unsere Beete dann mit dem Vlies abdecken. Ja, haben wir jetzt mal ein bisschen begradigt die ganze Geschichte und haben das dann entsprechend geformt. Ihr nehmt einfach, je nachdem, was für einen Durchmesser ihr braucht, einen runden Gegenstand. Bei uns war es jetzt der Staubsauger. Da haben wir das einfach rumgewickelt. Das lässt sich relativ leicht biegen. Und ja, und haben dann am Ende einfach hier so einen Klemmschuh angebracht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so heißt. Das wird ja normalerweise benutzt, um irgendwelche Kabel zu verbinden, ja, beim Seilbau. Ja, aber passt genau von der Abmessung her. Haben das dann festgezogen und haben hier jetzt diesen Staudenhalter. Können wir in die Erde stecken und Attacke. Das Gute daran ist, man kann den Durchmesser oben am Kreis verändern, wie man es braucht, indem man hier einfach die Klemme löst und den Draht dann ein bisschen nachschiebt und dann einfach wieder um die Ecke rumbiegt. Dann ja, kann man am Durchmesser ein bisschen rumspielen. Einfach nachzubauen, sinnvolle Geschichte, damit die Stauden, die hohen Stauden draußen jetzt im Wind nicht umfallen. Jo, würde mich freuen über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Da gibt es immer wieder mal kleine Basteleien und andere Dinge zu sehen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.